Servus und hallo zu diesem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir haben heute wieder mal einen prominenten Gast in unseren heiligen Hallen, den Patrick Pax-Hobelsberger. Schön, dass du erstmal die Zeit gefunden hast, dass du wieder mal bei uns in den Hallen vorbeischaust. Immer gern, auf alle Fälle. Wir haben ja im November, glaube ich, ja, das ist schon ein Teil her, was du das letzte gemacht. Mal, ja, hat mir jetzt mal da warst. Gut gefallen und man sieht die Leute eigentlich auch. Und wenn man da helfen kann, auf alle Fälle haben wir immer dabei. Ja, das ist natürlich das Gute im kompletten Motorsport-Business. Da hilft man sich natürlich gern jederzeit, wenn es irgendwie geht. Der Anlass für das Ganze ist diesmal etwas anderer, weil du hast ja jetzt vor kurzem am Slowakia-Ring hast ja leider ein kleines Missgeschick gehabt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wenn du da vielleicht mal kurz den Zuschauern mal erklären willst, was passiert ist und wie das Ganze so hergegangen ist. Ja, es war nicht ein ganz einfaches Wochenende. Es hat natürlich am Freitag ziemlich gut angefangen. Da haben wir einen 600er Streckenrekord aufgestellt mit einer 2057. Das ist flott, ja. Das war sehr gut. Samstagmorgen war eigentlich auch alles Paletti. Da haben wir auf gebrauchten Reifen immer noch eine gute 2,6er Pace gehabt. Also es war wirklich top. Und dann ist leider vor mir am Ausgang von der 1er Kurve am Außenkörb ein Fahrer zu Sturz gekommen und sein Motorrad ist merkwürdigerweise nicht von der Strecke wegrutscht, sondern auf die Strecke drauf. Und also das wieder zurückkommen. Genau. Dann. Oh. Ja. Oh. Und ich kam quasi da dahinter. Ja, keine Chance mehr gehabt. Nee, eigentlich 0,0. Also das Bike ist direkt vor mir auf Strecke und ich habe es dann nur noch gesehen. Frontal und eingeschlagen dann, oder? Zwischen Gabelbrücke und Tank. Und mein Vorderrad ist stecken geblieben. Dann das Moped hat sich überschlagen und bei mir ging es quasi über den Lenker durch die Hecke auf und her. Ja, das war nicht ganz so spaßig. Naja, das war natürlich gerade so für eine reine Trainingssession, sage ich mal, wo du einfach nur zum Trainieren vor Ort hast, das ist natürlich jetzt eher suboptimal. Hast du natürlich auch dementsprechend auch, leider, wie es dann immer so kommt, auch ein bisschen verletzt bei dem Ganzen. Ja, es war eigentlich so gedacht, dass ich einfach privat ein bisschen zum Trainieren gehe, dass ich einfach fahren kann. Slowakiering ist natürlich keine Strecke, wo wir einen Weh im Lauf haben oder so. Also da ging es eigentlich nur um mich und dass ich selber trainieren kann. Hatte 2-3 Testteile vom Team dabei, die ich Gott sei Dank am Freitag schon bestätigen konnte, dass funktionieren. Ja, und dann passiert leider sowas. Aber natürlich ist die Chance immer groß, wenn man einfach mit anderen Leuten auf der Strecke ist. Und das ist halt immer das Risiko bei dem ganzen Sport, sage ich mal. Aber wie war jetzt das dann letztendlich? Weil, also in Sachen, du hast dich halt dann dementsprechend verletzt. Was war jetzt da die genaue Diagnose? Und wie ist da, sagen wir so, die Reha oder der Wiedereintritt, wie ist das so abgelaufen bei dir? Also, Diagnose war eigentlich, der Ellbogen, der war offen, komplett, also war eigentlich bis zum Muskelknochen, man hat eigentlich da alles gesehen. Der wurde dann genäht in der Slowakei, dann kam ich nach Deutschland zu einem richtig guten Doktor, zum Dr. Liebhardt, der mich da wirklich top gepflegt hat. Der hat es dann operiert, das Ganze, da wurden noch einige Teerstücke gefunden, der Schleimbeutel war komplett offen, es war alles entzündet und das war eigentlich ein komplettes Drama. Man sieht es sieht man 8 Wochen alt und man sieht immer noch, dass es einfach noch nicht ganz perfekt ausgeheilt ist. Und am linken Handgelenk sieht man an die Tapes. Also ich hatte bis kurz vor Misano und Gips, da habe ich mir am Daumen das US-Band, das hat zwei Löcher und den Trapeziumknochen, vermutlich das Kahnbein, sagt wahrscheinlich jedem was, das ist 8 mm drunter. Das komplett durchgebrochen. Das war also dann richtig gelohnt quasi. Ja, war sehr schlecht eigentlich. Hab zwar ein bisschen Glück gehabt, dass man es nicht operieren muss. Der Knochen, der ist in einer ziemlich guten Position zur Ruhe gekommen oder wie man immer das nennen mag. Und ja, Gott sei Dank musste man das nicht operieren, aber das am Ellbogen, die OP, die reicht mir eh. Aber zumindest dann haben wir Glück im Unglück, wenn man das so sagen kann. Ja, im Prinzip schon. Ja. Aber wie gesagt, die eigentlich interessante Story, die beginnt ja ab dem Punkt, sagen wir jetzt, erst einmal, du bist ja für das, dass das doch jetzt einigermaßen, wie ich jetzt sagen würde, doch eine etwas schwerwiegendere Verletzung halt dann auch war, gerade jetzt für einen Motorradsportler, sagen wir, wenn es jetzt da Ellbogen, Handgelenk, das sind ja, sagen wir so, deine Arbeitswerkzeuge, also das ist halt dann schon immer doppelt schwierig, aber für das war das Comeback eigentlich relativ fix bei dir. Ja, ich habe es in Estoril schon probiert. Das war, ich glaube, das war nur 2 Wochen oder so nach dem eigentlichen Wochen Unfall. Später, nach der OP. Das ist eigentlich unvorstellbar, sage ich mal, dass du sagst, dass man da eigentlich schon wieder, dass man überhaupt darauf überlegt, dass man es vielleicht schon wieder angreifen könnte. Ja, ich habe mit Gips am 5. Tag nach der OP schon einhändige Liegestützen gemacht. Ich glaube 6 oder 7 Stück.
Respekt. Das habe ich dann dem Doktor geschickt und habe gesagt, ey, ich kann sicher fahren. Und dann hat er mich gefragt, ob ich eigentlich komplett verrückt bin. Ich wollte gerade sagen, der sagt wahrscheinlich nur um Gottes Willen, was machst du da? Nee, ich wollte mir einfach da irgendwie von Estoril selber ein ziemlich gutes Gefühl geben, dass ich es einfach probieren kann oder probieren sollte. Ich wollte es unbedingt probieren, weil ich bin fest davon überzeugt, am Slowakiering, da habe ich mein Level auf alle Fälle gehoben, vor allem am Freitag, das war ein perfekter Tag eigentlich. Und ich wollte es einfach unbedingt probieren und wollte unbedingt konkurrenzfähig sein, wollte einfach alles so machen, wie ich es vorher auch gemacht habe. Aber ja, am Ende haben wir gesehen, nach dem FP1, ich habe so starke Schmerzen gehabt, ich bin 3-4 Mal gerade rausgefahren, weil ich es einfach nicht abstützen habe können. Der Knochen und Gefühl hat sich da drin war, gefühlt alles Match hat sich alles bewegt, was ich überhaupt bewegen kann. Und ja, wir haben uns dann eigentlich dazu entschieden, dass wir stoppen quasi. Also nach dem FP1 sagt, das funktioniert nicht und lieber noch mehr Zeit in die Regeneration investieren. Ja. Aber das ist ja dann eh schon mal jetzt die interessante Überleitung, weil du hast ja jetzt bei Cali Racing hast du jetzt einen Jahresvertrag. Ja. Das ist ja natürlich jetzt in dem Fall also mal glimpflich ausgegangen, weil jetzt, wenn du sagst, du hast eh nur ein Jahr, sage ich mal, um dich beim Team jetzt für weitere Saison oder einen weiteren Vertrag zu beweisen und dann würdest du länger ausfallen, das macht dann natürlich mental auch was mit einem. Also da ist jetzt das eine Rennen, was du jetzt, oder das eine Rennen, was du in dem Fall verpasst hast, das ist jetzt, sage ich mal, noch absolut vertretbar. Wenn es da jetzt länger ausgefallen wärst, das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so prickelnd gewesen. Oder allgemein, wie so das Verhalten jetzt oder der Umgang mit deinem Team jetzt war, ob die da eigentlich eh komplett hinter dir gestanden sind und gesagt haben, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Oder ob die dann auch schauen, dass sagen wir, ein Fahrer jetzt irgendwie ins Grid kriegen, wenn es irgendwie geht. Ja, also das Team hat die Entscheidung auf alle Fälle unterstützt. Ich meine, sie sind ja generell eh froh, dass ich so viel alleine trainieren gehe und dass ich generell so viel trainiere am Rennrad und alles Mögliche. Ich habe da ewig viele Stunden und so und dann die natürlich froh. Und dann haben sie auf alle Fälle nicht gesagt, dass jetzt Scheiße, jetzt hast du dich verletzt oder jetzt kannst du nicht weitermachen oder so, sondern sie haben gesagt, ja, du trainierst zu viel, das ist bei so viel Leid schon passiert. Remy Gardner hat beide Füße beim Motocross Pro zum Beispiel. Von nichts kommt nichts, aber man muss halt einfach immer schauen, dass das Ganze auch, ja, ich sag mal, verletzungsfrei, vor allem während der Saison. Das ist halt immer das Timing doppelt blöd. Ja, aber man kann das halt in dem Fall halt leider auch nicht aussuchen. Ja, ist blöd, aber das Team unterstützt das eigentlich alles und das funktioniert eigentlich alles ziemlich gut. Ja, also da gab es jetzt keine Probleme oder sonstiges. Ja. Aber das war vom allgemeinen Ablauf her war das ja jetzt ideal, wenn du sagst, in Misano bist du dann schon wieder am Start gewesen. Das war ja knapp nur 4 Wochen nach dem eigentlichen Unfall, sage ich mal. Und da hast du jetzt eigentlich eh ziemlich wacker geschlagen mit einmal P27, glaube ich, und P22, für das, dass du vor 4 Wochen dann eigentlich eh noch unter Messer gelegen bist. Wie ist du da so gegangen? Gerade so gefühlsmäßig würdest du sagen, dass du jetzt mittlerweile schon wieder so bei den 100% bist, dass du sagst, du kannst wieder voll angreifen oder ist es also mehr in der Regenerationsphase? Also der Otto-Normalverbraucher bei so einer Handwurzelknochenverletzung braucht er ca. 8 Wochen einen Gips. Ja, genau. Also da ist die Hand 8 Wochen im Gips und dann muss mobilisiert werden, dann brauchst du Physio, dann brauchst du das und das und das. Also es ist wirklich so, dass man sagt, es war eh schon krass, dass es mich auch noch überhaupt ging zum Fahren. Das Wochenende war gar nicht so schlecht, ich habe natürlich körperliche Probleme gehabt, das ist eh ganz normal und jetzt würde ich sagen, nachdem ich jetzt am Wochenende im Most war, ich würde sagen zwischen 90% und 95% fit ungefähr. Bis Donington sind es jetzt noch 1,5 Wochen. Da hoffe ich auf alle Fälle, dass ich meine 100% habe und dass ich da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Also das war jetzt vor allem mit dem Otto-Normalverbraucher war das jetzt eigentlich das perfekte Stichwort, weil es gibt also das typische Klischee, was man jetzt auch langsam irgendwie finde, merkt, dass das ja doch irgendwo was Wahres dran hat, dass so die Motorsportler und die Racer irgendwie so aus einem anderen Holz geschnitzt sind. Weil wenn du sagst, jetzt bei dir nach 4 Wochen schon wieder mit dem Comeback, wenn man da so überlegt, was da Marquez und Co. mit schwerwiegenderen Verletzungen da teilweise schon für rasante Comebacks hingelegt haben, da kann man halt wirklich glauben, dass ihr ein wenig aus einem anderen Holz geschnitzt seid, wie wir Normalsterblichen. Ja, kann man vielleicht kann man es so sagen, ja. Aber im Prinzip ist es eigentlich so, man beschäftigt sich den ganzen Winter mit der Saisonvorbereitung, so viele Preseason-Tests, so viele private Wintertests, so viel Kilometer-Training und so viel Stress und Schinderei eigentlich, wo man sich ständig im Prinzip am Arsch arbeitet und dann ist das Einzige, was einen interessiert, dass man fahren kann, dass man so schnell wie möglich fahren kann, dass man so schnell wie möglich zurück ist. Und das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert hat. Und
ich meine, ich gehe nicht weg, ich trinke seit 6 Jahren keinen Schluck Alkohol, ich rauche nicht, ich tue gar nichts. Es gibt nur Sport, Schlafen und Rennen fahren. Was anderes gibt es nicht. Und da braucht man das auf alle Fälle so schnell wie möglich zurück. Das ist im Prinzip sein Leben eigentlich. Ja. Und natürlich schaut man da, dass man das so schnell wie möglich irgendwie zurückkriegt. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch noch was anderes, sagen wir, weil jetzt gerade in eurem Bereich, sagen wir, da hast du ja auch die medizinische Betreuung oder sowas, das ist ja auf einem ganz anderen Niveau, sage ich mal, wie es jetzt beim Otto-Normalverbraucher wäre. Das beschleunigt ja wahrscheinlich auch den Regenerationsprozess enorm, wenn man sich jetzt wirklich nur darauf konzentriert und eben auch immer das Ziel vor Augen hat, so das Ziel, was man immer wollte, Rennen fahren, da ist dann die eigene Motivation dann auch nochmal ganz anders, die einem da jetzt noch ein bisschen nach vorn treibt. Ja, ist natürlich wird man gut betreut, aber in der Slowakei kam ich direkt ins Krankenhaus und dann haben die den kaputten Schleimbeutel gesehen und haben es einfach angenäht und haben sie da gedacht, ja, das wird schon passen. Das wächst so schon quasi, wieder zusammen, ja. So ungefähr wie wenn du im Winter zum Reifenwechseln gehst und dann hast du eine kaputte Felge und der schrauft die kaputte Felge wieder drauf und denkt sich, das geht auf alle Fälle. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber ich habe, wie gesagt, echt Glück gehabt, dass ich die perfekten Ärzte gehabt habe in Deutschland, die sich das vernünftig angeschaut haben, die sich die Zeit genommen haben und wirklich auch alles gegeben haben, das wo geht, von Röntgen bis CT bis MET und das Ganze teilweise 3-, 4-, 5-fach. Und wirklich alles überprüft haben, dass wirklich auch alles passt. Und ja, die OP, die war definitiv notwendig, weil wie gesagt, da wurden so viele kleine Teilchen, Kieselsteine, Asphaltstücke gefunden. Und das hat halt raus müssen. Wenn du nicht in die richtigen Hände bist, dann... Das kann halt dann ganz anders ausgehen, dann, wenn das Zeug irgendwie dort ewig lang drin bleibt. Ja. Ja, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, wenn du sagst, dass du jetzt innerhalb von 4 Wochen, dass du da so ein Comeback hingelegt hast und dann dementsprechend auch schon wieder so Leistung auch abrufen kannst. Da kann man in dem Fall jetzt wirklich auch nur den Hut vorziehen. Ich finde es auf jeden Fall auch interessant, weil du bist ja mit Matthias öfter mal schon wieder auf der Rennstrecke immer unterwegs gewesen. Das wäre tatsächlich auch was wo jetzt mich interessieren würde, ob es da generell auch wieder mal Interesse hätte, ob wir da vielleicht wieder mal was machen. Gerade vielleicht auch so im Winter, was für dich jetzt auch fürs Training dann, für die Saison vielleicht auch ganz interessant wäre. Da haben wir da vielleicht in Spanien mal was gemeinsam startet. Das wäre jetzt auch für euch da draußen, sage ich mal, interessant, wenn ihr da Interesse habt, dass wir da vielleicht mal was machen, dass der Matthias und der Pax dann wieder mal gemeinsam ein Projekt starten und ein paar Runden drehen. Könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch da interessieren würde. Aber vielleicht auch den Pax mal auf eine 1000er setzen oder den Matthias auf eine 600er, wie das dann aussehen wird. Da gäbe es sicherlich ein paar interessante Sachen, die wir da mal angehen könnten. Ansonsten finde ich, sollte es eigentlich für das Video soweit auch schon gewesen sein. Wie gesagt, Pax, eine sehr interessante Geschichte. Auf jeden Fall danke, dass du die Zeit genommen hast dafür. Immer wieder sehr gerne, auf alle Fälle, ja. Schaut auch gerne mal beim Pax auf den Social Media Kanälen vorbei, die haben wir euch unten in der Beschreibung auch verlinkt. Ansonsten muss ich sagen, danke fürs Zuschauen. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, auch mit Matthias wieder vor der Kamera, sehen wir uns dann wieder. Bis dahin und ciao. Ciao.